Und es sind, das Buch enthält alle möglichen Lebensweisheiten, auf die ich auch noch kommen will. Aber eins interessiert mich sehr, die Teddybären, die da vorkommen. Hast du die wirklich? Die habe ich alle, die sitzen zu Hause. Fritz, Paul, Bruno und Kimchi. Kimchi ist was? Ja, also koreanischer fermentierter, ja. Können die auch reden? Wer? Die Teddybären? Ja. Natürlich. Ja, aber genau das, als die Frage aufkam, natürlich, was ich mitnehmen würde. Ich habe die Obhut für die Bären und ja, Kuscheltieren meiner Mutter. Also falls sie... Die mitnehmen. Sind diese Bären schon sehr lange mit dir? Ja, Fritz ist aus meiner Kindheit, aber das ist eigentlich gelogen. Ich hatte genau diesen Fritz, so ein gelber Bär mit einem harten Leib, wo Holzwolle drin ist. Ich bin ja ein Kriegskind und da hatte man nichts Schickes. Die flauschigen Sachen kamen erst später. Und meine Mutter hat immer alles, wenn ich erwachsen wurde, weggeschmissen. Oh. Du bist jetzt 12, du brauchst keinen Bär, der kam in die Mülltonne. Und später wurde ein Spielwarengeschäft irgendwo aufgelöst und da saß genau dieser Bär. Dann habe ich den wieder gekauft, dreckig gemacht, verstrubbelt und behauptet, es sei mein Fritz. Es ist nicht mein Fritz, aber für mich ist das. Und die anderen kamen nach und nach dazu. Und, sprichst du mit denen? Mitunter schon. Ja, dann sage ich, jetzt rück mal, ich brauche den Sessel selber und setze auf den Boden. Und folgen die dir? Ich habe das Gefühl, dass sie nachts Dinge treiben, von denen ich nichts weiß. Und das habe ich dann im Buch auch geschrieben. Also, wie kommt die Leberwurst plötzlich mitten auf den Küchentisch? Wieso ist das Klavier offen? Ich habe es doch zugemacht. Also, ich traue ihnen nicht. Die gucken die Sendung. Du hast einen sehr klugen, liebenswürdigen Lebensgefährten mit einem wunderschönen Namen, Marc Aurel, eine meiner Lieblingsgeschichten, Figuren in der Geschichte. Ja, ein sehr toleranter Kaiser. Ich glaube, das muss man mit dir auch sein. Tolerant. Wo steht sein Denkmal, Marc Aurel? Kapitol. Gut. Sehr gut. Hey. Guck mal, ja. Das ist mein Mann. Kapitol. Ja. Weil er ein kluger Mann ist. Meiner jetzt oder der Klassiker? Nicht der Marc Aurel, den hast du nicht mehr kennengelernt. Mein Marc Aurel. Dein Marc Aurel hat mal gesagt, die Elke hat auch deswegen so eine Affinität zu Bären oder so, weil sie nie richtig Kind sein durfte. Hat er das gesagt? Ja. Ach, guck an. Und sich das sozusagen mitgenommen hat im Leben. Dieses, kann schon sein. Diesen Raum auch noch Kind sein zu dürfen. Ja, das hat vielleicht damit zu tun. Ich habe auch noch andere Puppen und Stofftiere zu Hause rumsitzen. Das gibt mir irgendwie ein kuscheliges Gefühl, was ich als Kind nicht hatte. Das stimmt schon. Ich bin nicht ganz so wahrscheinlich wie du, Martin, aufgewachsen, aber ich bin ein Kriegskind und die Eltern hatten andere Sorgen. Die Väter kamen völlig verletzt und mit diesem großen Irrtum aus diesem Krieg zurück. Die Frauen waren hart geworden und glaubst du denn, dass 43 eine Frau ein Kind wollte, im Kriegsurlaub gezeugt? Also wir wurden durchgezerrt. Und meine Mutter hat alles immer weggeschmissen. Wir hatten auch eine kleine Wohnung, ich durfte gar nichts verwahren. Bücher, die ich gelesen habe, kamen sofort weg. Und das hat mich irgendwie... Vielleicht ist das psychologisch, dass ich das nachholen wollte. Kann schon sein. Ich denke über sowas gar nicht nach. Aber eins verbindet euch schon, nämlich dass ihr beide unabhängig voneinander auch gesagt habt, auch wenn man eine schwierige Kindheit hat, es darf nicht das ganze Leben beschäftigen. Es gibt so viel anderes noch. Ich hatte so viele Chancen, Möglichkeiten, so viel Glück. Ich hatte zwei wunderbare Ehemänner. Ich habe jetzt diesen Freund. Ich habe Freunde, einen großen Freundeskreis. Ich habe genau den Beruf, den ich immer haben wollte. Ich habe Erfolg mit dem Schreiben, was ich mir so wahnsinnig gewünscht habe. Das hat tatsächlich geklappt. Das ist doch toll. Und da ist doch nun meine Kindheit nicht mehr an irgendwas schuld, sondern die Freunde und die Leute, die mir die Chancen gegeben haben. Ich bin unglaublich dankbar für mein Leben und die Kindheit war ein Teil, der mir Kraft gegeben hat und mich Kraft gekostet hat. Musik.